Ganz ehrlich gesagt, die ganzen Medien, Radio, Fernsehen, ihr seid alle mit Schuld, ihr hetzt uns alle auf, ihr macht uns kaputt. Ich bin leider nicht mehr jung, aber ich kämpfe dafür. Mein Vater hat sich im Krieg die Knochen kaputt geschossen lassen. Der hat 84 Jahre mit seinen Knochen und mit seinen Beinen zu tun gehabt. Der ist mit so einem Löffel und kurze Beine gelaufen, wurden ihm abgenommen im Krieg. Und ich verstehe nicht, was das hier jetzt soll. Es müssen hier Leute her, die den Krieg auch verstanden haben. Ich bin in der Nachkriegszeit geboren. Können Sie sich vorstellen, wie meine Eltern das ging? Die haben sich von alleine aufgerappelt. Was ist denn das Problem, wenn Geflüchtete hier greifbar aufgenommen werden? Wir können nicht mehr. Wir können nicht mehr. Für uns muss doch irgendwann mal was übrig sein. Wissen Sie, wie viel Rente ich mit meinem Mann bekomme? Wir haben 45 Jahre gearbeitet. Wissen Sie, was davon übrig ist? So geht das nicht. Wir müssen auch leben. Das ist das Letzte, was hier abgeht. Wir wollen endlich leben können, normal leben können, dass ich sagen kann, wenn ich die Augen zumache, ich habe wieder vernünftig gelebt und ich konnte mir was leisten. Und dass das gerade nicht geht, daran sind die Geflüchteten schuld? Bitte? Dass das gerade nicht geht, daran sind die Geflüchteten schuld? Die Geflüchteten sollen in ihr Land gehen, sollen das machen, was meine Eltern gemacht haben. Sie sollen ihr Land aufbauen, sollen sie hingehen und nicht abhauen. Sollen sie es aufbauen? Meinen Sie, das ist eine Lösung, wenn die hier alle herkommen, denen geht's gut? Haben Sie sich schon mal die Wohnung angeguckt, was hier hinterlassen wurde? Haben Sie sich das mal abgeguckt? Die kriegen alles im Arsch gesteckt und unser einer muss alles selber kaufen. Was denken Sie denn, wovor die flüchten? Die flüchten davor, weil Krieg ist, weil sie Angst haben? Warum? Kämpft dafür! Unsere Eltern sind auch nicht weggelaufen. Die haben dafür gekämpft. Die sind da geblieben. Wo kann es sowas geben? Das gibt es nicht. Sollen sie da bleiben? Bitte. Ist doch wahr, das kann es doch nicht geben. Die sind viel zu jung, die verstehen das nicht. Nein, die sind aus der Wohlstandsgesellschaft. Ja, das ist auch so.